Freunde, im zweiten Video von unserem Brotember gibt es ein iPad zu gewinnen, und zwar das iPad der 8. Generation mit 32 GB. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf unserer Das Haus Instagram-Seite, das ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir fahren fort mit unserem zweiten Video aus dem Brotember. Let's go! Yo, Leute, willkommen mal wieder zu... Diese Messergeräusche, gell? Ich muss das kurz wegmachen, das wird mich triggern, gell? Yo! Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit Smiley. Und heute werden wir uns leckere oder eklige Sandwiches zubereiten. Und zwar gibt es unterschiedliche Sandwiches, die ich rausgesucht habe. Also verschiedene Rezepte. Einige davon sind richtig, richtig geil. Andere sind, man hat keinen Bock drauf, denke ich mal. Und wir werden einen Zettel ziehen, wie immer. Auf einem steht eklig, auf dem anderen steht lecker drauf. Und einer von uns muss halt ein geiles Sandwich essen. Der andere muss vielleicht ein weniger geiles Sandwich ausprobieren in seinem Leben auch mal, ne? Als wichtige Geschmacks-Lebenserfahrung. Genau. Bevor wir starten, vergesst natürlich nicht, kostenlos diesen Kanal zu abonnieren, bei Smiley vorbeizuschauen. Alles in der Beschreibung, verlinkt natürlich. Und klickt auf die Glocke drauf, wenn ihr schon dabei seid. Kostet auch nichts. Und dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr, gell? Wir starten jetzt. Unser erstes leckeres Sandwich ist mit Frischkäse, Tomate und Mozzarella. Ui. Und der erste nicht leckere ist mit viel frischem Chili und auch noch Chili-Pulver dazu, gell? Let's go. Für jeden haben wir so ein Holzstückchen. Stückchen, nicht Brettchen. Das ist einfach nur ein Stück Holz, ne? Ich habe so viel Käse. Ich habe einmal Streukäse, einmal Frischkäse, einmal diesen Schmelzkäse, den Standardkäse. Dann habe ich hier noch mehr von diesem Käse. Mozzarella haben wir hier. Und weil es nicht genug Käse war, haben wir noch den hier. Boah, was für dir ein Käseparadies, Alter. Digga, es ist doch nicht alles. Eine Ewigkeit später. Schafskäse, dieser stinkende Harzverwaller. Und hier sind drei verschiedene, sehr intensiv riechende Stinkekäses. Käses. Was ist die Mehrzahl von Käse? Käsos. So, das heißt, wir gucken einfach immer nach Lust und Laune, welchen Käse wir gerade in welches Sandwich reinmachen, oder? Finde ich auch. Und weil es ja nicht genug Chili ist, machen wir natürlich noch ein bisschen Chili-Pulver drauf, wo ich das. Bam, Alter. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen auch oben drauf. Uiuiui. Digga, ich hätte niemals gedacht, dass es so schwer ist, Käse zu schneiden. Du bist einfach nur schwach. Ich möchte nur mal ganz kurz erwähnen, wir sind in der ersten Runde, hier stinkt es schon nach übertrieben ekligem Käse. Guter Anfang auf jeden Fall. So, einmal. Okay, machen wir dann immer rechts lecker und links nicht lecker, ja, dass wir uns das merken können. Es riecht auf jeden Fall schon stark nach diesem ekligen Käse, Alter. Soll ich das rausholen? Das schon. Lass mal noch kurz warten und in der Zeit ziehen wir schon mal. Ja, komm, Alter. Geh mal her, du fängst aber an zu ziehen. Okay. Bitte. Universum, beim letzten Video wurde ich schon doll bestraft bei dem Eis. Ja, das ist eklig. Ich hab eklig. Oh, dieser Stinkkäse. Bitte schmeckt den nicht so schlimm, wie er riecht. Okay. Uiuiuiui, guck mal, wie heftig das aussieht. Zeig mal deinen Beauty-Shot. Warte. Oh, es ist scharf, Alter. Ich hab das nicht Gute. Nein, du hast das Gute. Da sind doch Tomaten und Mozzarella. Bei mir, ich sehe doch hier schon die Chili. Meine Finger waren so scharf, weil ich es angefasst habe. Du bist so dumm. Zeig mal kurz deinen Beauty-Shot. Uiuiuiui. Aussehen tut das gar nicht so schlecht. Es riecht nur scheiße. Ja, ne? Guck mal, wie der da rausläuft. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Bin gespannt. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren das, oder? Also meins ist richtig lecker, Alter. Richtig geil. Dieser Frischkäse-Geschmack kommt so gut. Mein Käse schmeckt einfach nach nichts und ich schmecke nur Chili und es ist scharf. Danke, Universum. Das hat sich gelohnt bis jetzt. Ist es scharfes Chili? Nee. Willst du die andere Hälfte von dir mal noch? Ja, hier. Ich pack die einfach dazu. Da, der andere. Aber der andere ist scharf, ne? Ja. Ihr habt die vertauscht, ne? Mission failed. We'll get them next time. Scheiße, das ist so klasse. Das ist so witzig. Okay, das nächste Sandwich, das wir machen, ist einmal mit Nutella und Marshmallows und einmal mit ganz viel Pfeffer. Und ich würde sagen, weil wir ganz viel Pfeffer haben, packen wir als Ausgleich diesmal normalen Käse vielleicht mal rein, aber dafür ein bisschen mehr Pfeffer. Normaler Käse wäre vielleicht so ein ganz normaler Schmelzkäse. Ist auch meistens der leckerste Käse von allen, obwohl es der günstigste ist. Auf jede Hälfte kommt jeweils ein Käse. Warte mal, wir bräuchten auch diesen nicht gemahlenen Pfeffer. Haben wir das hier? Nein. Nimm doch, dreh doch das hier auf. Hier ist doch nicht gemahlener Pfeffer drin. Schimble. Digga, Dima. Achso, warte mal, ich habe das jetzt, wo das Eklige hingehört, reingetan. Wie konntest du? Eigentlich, ich liebe Pfeffer ja über alles, ne? Aber so viel und dann auch noch nicht gemahlener Pfeffer, weiß ich nicht. Ich darf ziehen. Das sieht nach lecker aus. Hammer. Okay, Leute, seid ihr bereit für die heftigsten Beauty-Shots aller Zeiten? Wow, tschüss. Ja gut, da weiß man, was rauskommt, oder? Theoretisch. Das war jetzt nicht so spektakulär, fand ich. Nee. Die Frage ist, wie schmeckt das jetzt? Ich habe so keinen Bock auf diese Pfeffer, gell? Egal, let's go. Für die Wissenschaft. Boah.
Das ist krass, oder? Pfefferkörner beißen ist nicht normal. Ach, Leute, ich dachte gerade, ich habe meinen Zahn gefickt, Alter. Ich mag das, glaube ich. Ist das so? Das hat was. Digga, wenn dieser Käse nicht so heiß wäre. Was meinst du, wie diesen Nutella ist, Alter? Ja, wir fahren fort mit der nächsten Runde. Ich würde sagen, diesmal mache ich das Leckere und du übernimmst das Eklige. Und zwar ist das Eklige. Einmal, du nimmst irgendeinen Stinkekäse, ich würde sagen, diesen Harzer Käse. Und wir nehmen noch ganz viel Knoblauchgewürz und packen das da rein. Und das Leckere ist ein gebratenes Ei im Sandwich. Richtig, hast du ein gebratenes Ei? Natürlich. Wie hast du das geschafft, dass das Eigelb so abgedeckt ist? Hast du es in der Pfanne umgedreht? Da hat jemand Kochskills, oder? Ob ich das Skill nennen würde. Ah, Leute, falls ihr einen Kochkurs braucht, ruft mich die mal an. Ich sage, nehmen wir jetzt mal diesen Käse hier, weil ich habe gehört, Gouda soll auch sehr gut schmelzen. Ich kenne mich nicht aus mit Käsesorten, Alter. Diese Käsefarbe passt sehr gut mit dem Ei zusammen. Ich glaube, das wird sehr gut harmonieren. Wer von euch draußen mag Harzer Roller? Wirklich. Seid ehrlich und schreibt es mal in die Kommentare. Niemand? Ist das nicht toll? Es ist ein wahres Kunstwerk, wie ich das gemacht habe. Man kann es sogar drehen. Ganz viel Knoblauch, hast du gesagt. Dann kommt noch ein Käse. Ui. Ja, mehr. Auf jeden Fall. Ach, so ein Ding ist das? So. Oh, ich sehe K, ich sehe G. Es wird ja. Ey, die sehen von außen so schön aus. Ich will das nicht. Mein Videoshot wird einfach ohne Liebe gemacht. Hammer. Mann, da hat der Käse geschmolzen. Augen zu und durch. Guten Appetit, gell? Fehlt noch ein bisschen Salz. Ein bisschen viel Knoblauch bei dir? Alter. Boah, da sind alle Geschmacksrichtungen drin, die man nicht haben möchte einfach. Alles, was man nicht haben will, ist da drin. Aber Knoblauch war echt eine Rettung irgendwo. Aber Knoblauch überdeckt diesen Sockengeschmack. Wenigstens ein bisschen. Knoblauch ist besser als Sockengeschmack. Auf jeden Fall, definitiv, Alter. Also ich muss sagen, das hier ist ein echt leckeres Sandwich. Lecker. Ist auch so durchsichtig so. Sieht aus wie Rotze einfach. Sieht aus wie eine Ziege. Küssen uns jetzt. Nee. Warum? Auf gar keinen Fall. Nächste Runde, let's go. Bei der nächsten Runde haben wir als Leckeres Kokosstreusel und Erdbeeren. Ich würde sagen, ich übernehme diesmal das Leckere. Und bei dem Ekligen einfach nur Selleriesalat. Was? Einfach nur Selleriesalat? Ja, Käse würde ich auch dazu machen. Und bei mir würde ich sagen, nur Schoko und Erdbeeren. Ich würde gar keinen Käse reinmachen dieses Mal. Andere Frage, welchen Käse soll ich hier reintun? Mach mal dieses Mal, wir haben ja noch einen Stinkekäse hier und zwar den guten alten Gorgonzola. Ich weiß, wie sehr du ihn liebst, Alter. Boah, ich hasse Gorgonzola. Boah, warte so mal, sehr. Das könnte ja mich treffen, ne? Dieses Mal bist du. Ich? Du. Ich hab lecker. Nein! Ja. Nein, der Gorgonzola, nein! Ja, endlich, Universum, danke. Ich nein! Sellerie-Salat. So muss das sein. Ja, Mann. Ui, Leute. Okay, seid ihr bereit für Beauty-Shots? Weil ich glaube, meins ist auch lohnenswert. Meins im Beauty-Shots zu zeigen, lohnt sich safe, Alter. Carsten, bist du drauf? Ich meine, hältst du die Kamera drauf? Guck mal. Yo. Sieht das heftig aus. Alter, schau dir das an. Das braucht keine Liebe. Bah. Bah, da sind so Schimmelstückchen an meiner Hand, die sind heiß. Das Spiel ist echt witzig auf jeden Fall. Es wurde, glaube ich, von jemand vorgeschlagen. Danke für diesen Vorschlag an dieser Stelle. Richtig geil. Es hat sich bis jetzt gelohnt. Oh, ich habe auch so viel Scheiße gegessen heute. Das ja, kannst du auch mal machen. Auf euch. Auf die heiße Schokolade mit Erdbeere, was meinen Gaumen verbrennt. Let's go. Ah! Und geschmolzene Nutella ist lecker, glaube ich, als geschmolzene Schokostreusel, aber ist trotzdem irgendwie interessant. Wow, lecker. Nicht so lecker. Bei mir? Ich habe meine gesamte Motivation an dieses Spiel verloren. Ich habe bis jetzt das Leckerste von deinem ganzen Video gehabt, glaube ich. Also so wegen Gänsehaut. Mir können wir noch 5-6 Stunden spielen, oder? Was sagt ihr da draußen? Ich habe so Gänsehaut. Gehen wir weiter mit der nächsten Runde. Okay, bei dem nächsten brauchen wir für den guten, du hast schon den Schafskäse, dann brauchen wir noch den Schmelzkäse und die Oliven. Das wird, glaube ich, richtig lecker. Und ich mache den ekligen mit diesmal normalem Käse ausnahmsweise, aber dafür Wasabi und frischem Ingwer. Ich glaube, das wird auch eklig, gell? Das wird richtig Todesmischung. Auf jeden Fall, die guten Sandwiches von heute habe ich, die meisten aus Robs Videos. Er hat ja so seine Sandwich-Videoreihe gehabt. Aber da nicht genug Vegetarische dabei war, musste ich noch ein bisschen nach googeln, für das vielleicht ein bisschen ästhetischer gestalten. Es gefällt mir schon gut. Die Menge ist gut, aber es ist noch nicht schön genug. Und was haben wir noch gesagt? Wasabi. Na klar, komm, Wasabi. Wasabi, was geht ab, Alter? Ist das eine geile Begrüßung, oder? Nö. Was geht ab, meine Wasabis? Okay, dann komm, nicht zu sparsam. Was? Hast du einen Schaden? Ja. Lecker. Und nochmal lecker. Und Hundesohn. Ich bin schneller. Nein! Ah. Lecker. Und ich nehme an, du hast nicht lecker, oder? Ich hatte auch lecker. Wir müssen teilen. Smileys Liebe in 3, 2, 1. Boah, Leute. Das ist auch voll perfekt. Guck mal, das ist voll fest. Oh mein Gott. Das ist echt gut. Hast du echt gut gemacht, gell? Oh mein Gott. Wow.
Wow. Jetzt deins? Ja, jetzt sieht man halt die Nichtliebe von Dima, ne? Oh, boah, das sieht gut aus. Guck mal, sogar, guck mal, das Ingwer ist sogar ein bisschen angebrannt hier. Guck, voll schön. Ha. Auf die Wissenschaft. 3, 2, 1. Bah! Oh mein Gott. Bah! Bah! Das stoppt alles, Alter. Boah, meins ist so geil. Ja. Das haben sie echt gut gemacht. Meisterklasse. Wow, 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 Kollege. Wir machen weiter mit der letzten Runde. Okay, für die letzte Runde brauchen wir natürlich wie immer Brot, was ich für dich vorbereitet habe. Du brauchst einmal Senf und Knoblauch für den nicht leckeren. Und für den leckeren haben wir einen richtig nice Mix. Und zwar grünes Pesto brauche ich meins, Basilikum, getrocknete Tomaten und Mozzarella. Ist das nicht eine geile Kombination? Dieser Mozzarella sieht so ästhetisch aus auf diesem Brettchen, wie er da so alleine liegt. Hello darkness, my old friend. Kann ich kurz was absägen, Niemann? Ganz schnell. Okay, ist ja auch ganz leise, ja. Okay. Ist, nicht zu laut. Okay. Es ist wann sägst du jetzt? Achso, schon? Achso. War leise, ne? Das wird, glaube ich, ein Wunder der Natur. Schau mal hier. Ich glaube, das ist viel zu voll, Bro. Wow, aber es gibt kein zu voll. So, meine Freunde, und das ist ja auch schon die letzte Runde. Wir machen kurz sauber, bevor wir das antesten. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, nun ist der Moment der Wahrheit gekommen. Das ich ziehe. Komm, letzte Runde ziehe ich. Universum, komm. Wir hatten so schöne Zeiten zusammen. Gönn. Lass mich nicht im Stich. Mal. Ja. Ja. Das darfst du dir jetzt so gönnen. Was Knoblauch, war? Senf und Schimmelkäse. Ah, ich mag das alles. Außer Schimmelkäse. Einmal Kreation Nummer 1. Ich riech schon diesen Knoblauchgeruch überall. Aber riecht gut eigentlich, oder? Nein? Nichts? Sagst du nicht? Dein sieht aber schon gut aus, gell? Man sieht, da war ein Profi. Ganz kurz. Deine Beauty-Shots sehen aber nicht so beauty aus. Ja, weil du, du hast das gute Messer weggetan. Egal, das ist absolut unästhetisch. Boah, sieht das eklig aus. Darauf erstmal ein Biss. Oh, heißt das denn? Ist nicht genießbar, gell? Wer hätte das gedacht? Ich finde, für die letzte Runde war das jetzt keine krasse Bestrafung. Ich habe Schlimmeres erwartet. Deswegen kriegt das von mir sogar ein Go. Kann man fast essen. Ein Go? Weißt? Ja, Mann. Einfach auch privat so. Schönen Filmabend. So mit so Schimmelkäse? Ohne Schimmelkäse, aber der Rest ist okay. Okay. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Falls dir das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit deinem Daumen nach oben. Schaut bei Smiley vorbei. Wenn ihr Bock auf den zweiten Teil habt, dann schreibt gerne in die Kommentare eure Vorschläge, was nächstes Mal für leckere Sachen und für eklige Sachen auf unseren Sandwiches draufkommen sollen. Die Videos, die hier eingeblendet werden, habt ihr vielleicht noch nicht gesehen. Checkt sie gerne aus. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund. Gut drauf. Tschüss.